Matthias Heckenberger ist Grünlandprofi und Teilnehmer in meiner neuen Milchviehberatung. Letzte Woche hat er einen Fachvortrag gehalten und verraten, wie er die Milchleistung seiner Kühe in den letzten 10 Jahren um über 5000 Kilo gesteigert hat. Sei gespannt, denn heute siehst du einen Auszug zu dem Thema. Und das heißt, wie habe ich dann weitergemacht nach dem Grünlandversuch? Ich bin dann einfach hingegangen und habe dann die nächste Fläche, wo sehr viel gemeiner Rischbetrug war, angefangen zu sanieren. Man muss sagen, man hat es vorher gesehen, also knapp unter 30 Hektar Dauergrün oder Grünland haben wir unter 30 Hektar, haben wir auf 24 Parzellen verteilt. Das heißt, man kann immer wieder eine Parzelle machen, wir haben keine großen Stückchen. Das, was bei uns Grünland ist, ist meistens vom Boden her Grünland, weil es zu nass, zu trocken, also zu kiesig ist zum Umbrechen oder zu steil. Und somit haben wir sehr kleine Strukturen an Grünland. Was habe ich gemacht? Also ich habe eine Variante genommen, das war dann im Herbst, einfach Mitte August oder auch Anfang August nach der Ernte vom Gras, 0,9 Liter Glyphosat abgespritzt, 3 Wochen gewartet und dann mit dem Striegel ausgestriegelt. Also das Zeug muss raus, das ist ganz wichtig, das werde ich auch nachher noch zeigen, warum das raus muss, aber es muss auf jeden Fall raus. Das heißt, 5-mal in alle Richtungen kreuz und quer striegeln mit dem Gerät, da sieht man es nochmal. Oder wie gesagt, einfach striegeln. Und das war eine Variante mit dem Glyphosat. Und die andere Variante habe ich 2018 gemacht, weil das Glyphosat ja immer ein stärkeres Thema in den Medien wird, ohne Glyphosat es zu machen. Das heißt, wo es 2018 war, ist bei uns sehr trocken im Sommer. Das war dann auch gerade so August. Und irgendwann hat man dann mal abgemäht, obwohl auch alles sehr trocken war. Und dann hat man, wie links auf dem Bild, haben die Bestände mit sehr viel gemeiner Rispe genau so ausgesehen. Das wortvolle Gras hatte etwas grüne Blätter, aber die gemeine Rispe war unten drin komplett vertrocknet. Und das bietet sich natürlich an, weil dann lässt sich relativ gut lösen. Und dann sind wir, wie rechts auf dem Bild, dann 5-6 Mal in alle Richtungen drüber gefahren. Das lässt man meistens habe ich da einen Fahrer, der das macht, weil das ist keine so angenehme Arbeit. Es leidet auch sehr stark das Gerät drunter, muss man auch sagen. Dann haben wir das Ganze zusammengeschwadert, links oben sieht man das Bild. Der Schwader war gar nicht mehr sichtbar, weil es wird natürlich auch sehr viel Boden aufgewirbelt, oder besser gesagt, man muss mit dem Schwader im Boden fahren, also man muss das Gerät absichtlich falsch einstellen. Auch ein Schwader hat eine Rutschkupplung, das merkt man dann sehr gut für diese Arbeit. Wenn man den eigenen Schwader nicht, oder wenn der eigene Schwader zu neu ist und nicht benutzen möchte, dann muss man halt ja von weit weg einen ausleihen. Aber wir haben halt den eigenen genommen. Aber das ganze Zeug muss dann weg. Wie hier sichtbar im Ladewagen, auch der Ladewagen muss falsch eingestellt sein. Die Pickup muss im Boden arbeiten, um das schwere Material, das ist schon wirklich schwer mit sehr viel Feinerdeanteil, sehr viel Wurzelanteil ist schon da dabei. Es muss weg, definitiv. So sieht das Ganze dann aus bei uns, 2018 auf dieser Fläche. Das waren, glaube ich, 2,8 Hektar waren es. Und es war dann, sage ich mal, sehr viel Boden sichtbar. Was man jetzt sieht, sind die grünen Blätter, so gesagt, die einzigsten wortvollen Gräser bei uns damals gewesen noch. Weidelgras, Quecke vielleicht, Straußgras noch. Das sind Gräser, die bringt man auch mit 5-6 Mal striegeln. Mit dem Striegel bringt man die nicht ausgezogen. Das ist definitiv so. Man bringt zwar die Blätter abgerissen, dann meint man zwar, oh, viel Grün ist mit weg, aber wenn man genauer schaut, sind die Wurzeln noch wirklich sehr gut verankert. Auch mit dem Schwader bringst du dich nicht raus. Was wir rausbringen, sind die schlechteren Gräser. Wie gemeine Rispe und sowas. Es gibt ja noch mehr schlechte Gräser im Grünland. Genau, Schwaden von gemeiner Rispe habe ich aufgeschrieben und auch, wir haben geschätzt 60 Kubik pro Hektar, weil wir haben dann 9 Fuhren von dieser Fläche von 2,8 Hektar, haben wir 9 Fuhren mit dem Ladewagen weggefahren von diesem Müll. Und wenn man denkt, 9 Fuhren, das gibt es manchmal beim letzten Schnitt nicht in dieser Fläche. Also schon ordentlich, was da schlechtes Material mit drin steht. Man muss wirklich mal schauen, wie er gesagt hat, aussteigen und auf den Boden schauen, was sonst noch so wächst im Grünland. Genau, was habe ich dann gemacht?
einfach die Kombination wieder zusammengehängt, Striegel, Walze hinten dran, fertig. Und dann Hüja und ansehen. Aber ein Arbeitsgang machen wir das immer. Und dann halt, ja, schon relativ hart mit 40 Kilo pro Hektar Aussaatmenge. Aber ja, es ist fast wie eine Neuansaat, wenn man die offenen Stellen sieht. Und bevor etwas anderes kommt, müssen wir was tun. So hat das Ganze dann ausgesehen. Die Walze macht natürlich, ja, bei so einem trockenen Boden keine gute Arbeit mehr. Man sieht ein paar Eindrücke von der Prisme. Aber hauptsächlich ist dann wichtig der Striegel, der dann das Saatgut in den 1-2 cm ganz, ganz feinen Boden einarbeitet. Dass das einfach eine Bissdeckung hat. Was dann nicht auch sehr hart war, war 2018. Die hatten dann wirklich keinen Regen mehr. Und dann dachte ich irgendwann auch, naja, sind wir mal gespannt. Mein Vater hat dann immer gesagt, er schaut nicht mehr raus, das ist alles scheiße. Weil, wenn es nicht mehr regnet, dann wächst da gar nichts mehr. Aber das sehen wir dann auch noch gleich. Genau, das waren die neuen Fuhren von dem schlechten Material. Das habe ich dann auf den Acker gefahren, wo Stoppel war. Und das haben wir dann aufgeladen und verteilt. Weil was anderes können wir nicht machen. Im Wald würde ich das nicht fahren, weil das wird nach ein paar Tagen relativ heiß. Das ist wie Heu, also sehr trocken, aber mit Bodenmaterial. Das heißt etwas feuchtem Boden. Und dann ist es wie Heu mit etwas Wasser. Das wird auch irgendwann heiß und fängt richtig an zu rauchen. Also ich bin da sehr vorsichtig und das haben wir dann so gesagt aufgeladen wieder, verteilt. Und wenn da eine andere Kultur dran kommt, also auf dem Ackerbau, wird gepflügt oder öfters gegrubbert und Pflanzenschutzmittel, jährige Rischbereien, fertig. Und dann ist eine Ruhe auf dem Feld. Also da ist einfacher zum Bekämpfen wie im Grünland. Pflanzenschutztechnisch. Und so hat die ganze Fläche dann im Oktober ausgesehen. Ende Oktober, das erste Mal abgemäht. Und das ist die Fläche. Es ist kaum zu glauben, aber es ist wirklich, wirklich diese Fläche. Und man sieht die Narbe, es ist also richtig geil rausgekommen. Das ist wieder so, wegen dem habe ich das auch im August gemacht. Die Nächte werden länger, Nebel kommt, Tau kommt und dann reicht es oft aus, wenn der Boden etwas benetzt wird durch Nebel, dass der Keimling auch keimen kann. Klar, im Herbst haben wir auch öfters mal Regen. Da reichen auch mal 2, 3, 4, 5 Liter, 2 Liter bloß. Aber hauptwichtig ist, dass die Nächte länger werden. Und dann funktioniert diese Variante im Herbst sehr, sehr gut. Oder es regnet gar nicht mehr, dann haben wir natürlich ein richtiges Problem. Aber im Herbst, also das ist nicht die erste Variante, wo wir gemacht haben. Und es funktioniert, also ich sag mal, für uns ist das immer so Ende August oder am liebsten mache ich es, ist bis zum 20. September auf jeden Fall möglich. Und so sieht der ganze Bestand jetzt 2020 aus. Also weiterhin Düngung angepasst, pH-Wert schauen, Kalk und dann können wir solche Bestände auch halten. Was haben wir sonst noch gemacht im Betrieb? Wir hatten auch eine Fläche, die war sehr uneben. Da haben wir dann das mit Gruber gemacht. Ansaat mit kreisligen Sämaschine. Das war eine extra Engsaat-Sämaschine auf 7 cm. Also ähnlich wie Fredo. Auch eine Möglichkeit. Genau. Und so sieht der ganze Bestand aus. Das war auch letztes Jahr oder dieses Jahr ein Bild. Was auch deutlich zu sehen ist, oder das machen wir jährlich, bei uns auf dem Betrieb läuft immer etwas Rotklee im Saatgut mit, wie vorher auch schon angesprochen wurde, Rotklee als Stickstoffbinder oder auch einfach als Leguminose für Rohprotein und Futter. Kommt, also funktioniert, auch bei uns kein Problem, auch bei Sechsschnitt, auch bei etwas höherer Düngung, aber bei der jährlichen Nachsaat muss er mit dabei sein. Genau, das sind die Bestände jetzt aktuell oder vergangenen Jahr. Was man sonst noch probiert, oder was würde ich als nächstes probieren, das hat Herr Ding auch schon angesprochen, der Herr Klingler, eine Umkehrfräse würde ich auch mal versuchen und dann das Ganze halt mit Breitstreugerät anzusehen, egal wie. Aber das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit zum Kühlen und Erneuern.
wenn das mit dem Pflanzenschutz in Zukunft auch etwas schwieriger wird, dann wäre das vielleicht die beste Methode, die Gräser komplett zusammenzuschlagen, sage ich mal, mit dem Rotortiller oder Fräse, wie auch immer. Wenn du meine spannendsten Excel-Tools für Milcherzeuger kostenlos testen möchtest, klicke oben rechts und trage deine E-Mail ein. Unten rechts erfährst du mehr über meine neue Milchviehberatung und unten links siehst du noch mehr Videos für Milcherzeuger. Bis dann, dein Rainer Möller.